So, guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Heinrich-Böll-Stiftung zum Symposium von Glanz und Risiken, Elitekörper in Deutschland, Schadensbilanz und Prognose. Ich freue mich, dass eine so illustre Schar von Gästen den Weg hierher gefunden hat, darunter ehemalige Spitzensportlerinnen, Wissenschaftler, Abgeordnete, Journalisten, natürlich auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die hier in der Heinrich-Böll-Stiftung immer willkommen sind. Anlass für diese Tagung ist die Verleihung der Heidi-Krieger-Medaille, weltweit die einzige Auszeichnung für das Engagement gegen Dopingmissbrauch, an Professor Dr. Werner Franke, der etwas später zu uns stoßen wird, er ist noch in der Luft und es wird im Laufe des Tages noch genügend Gelegenheit sein, ihn zu würdigen. Die Rolle der Heinrich-Böll-Stiftung bei dieser Veranstaltung ist die eines Kooperationspartners und Gastgebers. Die Lorbeeren für Idee und Konzeption gebühren ganz und gar dem Verein Dopingopferhilfe mit seiner Vorsitzenden Ines Geipel, eine engagierte Intellektuelle im besten Sinn. Vielen Dank für die unkomplizierte und freundschaftliche Zusammenarbeit. Auch der Deutschlandfunk als Medienpartner dieser Veranstaltung soll zu Beginn genannt werden. Diese Kooperation ist sicher kein Zufall. Als passionierter Deutschlandfunkhörer weiß ich, dass die Sportberichterstattung des DLF in einem ungewöhnlichen Ausmaß dem Thema Doping gewidmet ist. Last und least möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen der Böll-Stiftung bedanken, die diese Veranstaltung mit aus der Taufe gehoben haben und uns durch den Tag begleiten, insbesondere bei Michael Stomjenko, der wieder einmal seine Qualitäten als Projektmanager bewiesen hat. Als Ines Geipel im letzten Jahr anklopfte, um mich für die Unterstützung dieses Projekts zu erwerben, kamen wir sehr schnell ins Gespräch. Doping und Leistungssport ist für die Böll-Stiftung ein ungewohntes Thema. Wir haben da wenig Eigenkompetenz und dennoch gibt es ein paar verbindende Stränge. Doping ist erstens eine Frage der Menschenrechte. Die systematische, oft jahrelange Verabreichung von Steroiden, Stimulantien, Psychopharmaka ist ein massiver Eingriff in die physische und psychische Integrität der Athleten. Wir reden hier über Praktiken, die in vielen Fällen zerstörte Körper und zerrüttete Seelen hinterlassen. Spektakuläre Todesfälle von aktiven Sportlerinnen und Sportlern sind nur die Spitze eines Eisbergs von Langzeitschäden und erhöhter Mortalität. Organisiertes Doping, bei dem Sportler offen oder subtil zum Mitmachen genötigt werden, ist Körperverletzung und Missbrauch von Abhängigen. Die Auseinandersetzung insbesondere mit dem Dopingsystem in der DDR ist zweitens ein erhellendes Element der historischen Aufarbeitung. Wir wissen längst, auch dank der hartnäckigen Aufklärungsarbeit von Professor Franke, dass auch der Sport in der alten Bundesrepublik West alles andere als eine heile Welt war. Auch im Westen gab es systematisches, wissenschaftlich angeleitetes Doping. Dennoch sollte man die spezifische Differenz zum staatlich organisierten Zwangsdoping in Ostdeutschland nicht verwischen. Ines Geipel hat die enge Verflechtung von Politik, Staatssicherheit und Doping in ihrer Aussage vor der Enquetekommission Aufarbeitung der Geschichte und Bewältigung der Folgen der SED-Diktatur im Land Brandenburg am Fall der Leichtathletin Birgit Uibel offengelegt. Es ist die exemplarische Geschichte einer jungen Frau, deren Leben durch das DDR-Dopingsystem ruiniert wurde. Eine tief traurige und eine empörende Geschichte. Empörend auch, weil sie verdeutlicht,
wie viele Sportfunktionäre, Mediziner und Trainer zugleich informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit waren und wie diese Seilschaften sich über die Wände hinweg erhalten und neu organisiert haben. Doping im Sport ist drittens ein Spiegel der modernen Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft. Es gibt auch jenseits von staatlich organisierten Zwangsdoping mächtige Triebkräfte für die biochemische Selbstmanipulation. Der Ehrgeiz der Sportler selbst, der unbedingte Wille zu Erfolg und Ruhm, der dazu verführt, die eigene Leistungsfähigkeit mit medizinischen Mitteln zu steigern, der Erwartungsdruck der Öffentlichkeit, die Siege und Medaillen sehen will, die Ausrichtung der Sportförderung an Spitzenleistungen und Medaillen und natürlich die zunehmende Kommerzialisierung des Sports, die Jagd nach Sponsorengeldern, Werbeverträgen, Siegprämien und hochdotierten Profiverträgen, die an permanente Hochleistung gekoppelt sind. Es ist eben nicht nur äußerer Zwang, der Athleten dazu bringt, zu leistungssteigernden Stimulanzien zu greifen. Das Streben nach Selbstoptimierung, zur Erweiterung der Leistungsgrenzen, die durch Talent und Physis vorgegeben sind, ist tief in unserer Kultur verankert. Es findet sich auch im Motto der Olympischen Spiele. Citius, Alcius, Fortius. Schneller, höher und stärker. Es geht um permanente Steigerung. Dazu gehört auch die Bereitschaft, Risiken für die eigene Gesundheit einzugehen. Sie ist dem Leistungssport immanent. Auch diesseits des Dopings. Hochleistungssport hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Es geht darum, das Maximum aus sich herauszuholen. Das hat der Sport mit anderen Sphären gemeinsam, in denen es um High Performance, um Hochleistung unter öffentlichem Druck geht. Rockmusik, Börsenspekulation, Politik, Topmanagement. In all diesen Berufen ist Drogengebrauch weit verbreitet. Aufputschmittel und Tranquilizer, Alkohol und Kokain. Wo sind die Grenzen zu ziehen zwischen dem akzeptierten und dem verbotenen Gebrauch leistungssteigernder Substanzen? Die Antwort darauf fällt leicht, wenn es um Doping von Kindern und Jugendlichen geht. Das ist ein Verbrechen. Punkt. Auch wird kaum jemand offen widersprechen, dass die Ausübung von Druck durch Trainer und Funktionäre verwerflich ist. Weniger eindeutig ist die Antwort, wenn sich erwachsene Menschen in vollem Bewusstsein der Risiken für den Einsatz leistungssteigernder Substanzen entscheiden. Dagegen kann man mit guten Gründen argumentieren, dass Doping gegen das elementare Fairnessgebot im Sport verstößt. Wer Doping praktiziert, setzt faktisch eine Aufrüstungsspirale in Gang, der sich niemand entziehen kann, der vorne mitmischen will. Man kann sich dann nur noch entscheiden, mitzumachen oder auszusteigen. Damit wird faktisch ein Systemzwang zum Doping erzeugt, der den Sport zu einer Monsterveranstaltung macht. Der Radsport hat das vorexerziert. Am Ende geht es um ethische Grundfragen unserer Gesellschaft. Wollen wir den Erfolg um jeden Preis? Sind wir bereit, unsere körperliche und seelische Integrität aufs Spiel zu setzen, um ganz nach vorn oder ganz nach oben zu kommen? Ist die biochemische und im nächsten Schritt die genetische Manipulation von Athleten vereinbar mit unserer Vorstellung von Menschenwürde? Die Auseinandersetzung um Doping führt weit über den Sport hinaus. Es geht um unser Menschenbild und um die Normen, die unser Zusammenleben prägen. Auch deshalb passt diese Veranstaltung sehr gut in unser Haus. Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Dopingopferhilfe spricht nun Herbert Fischer-Solms, von Berufswegen Sportjournalist. Er arbeitete fast 40 Jahre beim Deutschlandfunk in Köln und widmete sich intensiv der Sportpolitik und insbesondere der Berichterstattung zum Thema Doping.
Für diese Pionierrolle im Sportjournalismus erhielt er 2012 die Heidi-Krieger-Medaille. Herr Fischer-Solms, bitte sehr. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des Doping-Opfer-Hilfe-Vereins, das ist ein schöner Tag heute, ein großer Tag für einen kleinen Verein wie den DOH. So viel Resonanz, unglaublich. Wie habt ihr das hingekriegt, sind wir immer wieder, auch heute, gefragt worden. Die Lösung des Rätsels besteht aus mehreren Teilen. Zunächst und vor allen Dingen hat das mit dem heute zu Ehrenden zu tun. Der Mann ist eine Wucht, ein Erlebnis, der Wissenschaftler schlechthin, und zugleich erinnert jedes Interview, jeder öffentliche Auftritt von ihm daran, dass er in jüngeren Jahren sich auch für die Karriere des Kabarettisten interessiert hatte. Wenn er diesen Beruf ergriffen hätte, ich glaube, er hätte fast genauso realisiert wie in dem, was er jetzt tut. Werner Franke ist in der Luft übrigens, also wir rechnen damit, dass er in einer halben Stunde etwa hier eintreffen wird. Ein zweiter Grund für die große Resonanz sind die Fachleute, die heute hier bei diesem Symposium zu Ehren von Werner Franke reden werden. Ich sage, wir haben das Beste, was der deutsche Sport zu bieten hat, heute hier. Pericles Simon, den unbiegsamen Streiter für die Sauberkeit des Sports, Mitglied der WADA-Kommission, die sich mit Gendoping befasst. Ich kann nur wenige Funktionen hier nennen. Mario Tewes, den, ich sage, Leuchtturm unter den Biochemikern dieser Sportwelt, der sich der Dopingforschung verschrieben hat, und zwar sehr erfolgreich. Dieter Rössner, der Kriminologe, Doyen der Korruptionsbekämpfung in Deutschland als Jurist bei der Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes, gänzlich unbeliebt, nachdem er mindestens seit 2006 mit überzeugenden Argumenten ein Anti-Doping-Gesetz für dieses Land fordert, das diesen Namen auch verdient. Reine Namenskosmetik, wie sie jetzt betrieben werden soll, lehnt er ab. Wir werden das hören. Wir haben Gabi Lesch verheiratet, Sebing, eine der westdeutschen Athletinnen, die belegen wird, dass es möglich war, der von Karl Bettel sogenannten Dopingfalle zu entgehen, wenn man Charakter hat und Plätze von 4, 5 und 6 im internationalen Sport in Kauf genommen hat, gelegentlich auch ein bisschen besser. Und erstmals in Deutschland mit einem öffentlichen Auftritt Richard Young, der Chefjustiziar der USADA. Das ist jene Dopingverfolgungsbehörde in den USA, die zuerst belächelt und beschimpft wurde wegen ostentativer Passivität. Man wolle wohl die eigenen Medaillenchancen nicht reduzieren helfen, hieß es damals. Inzwischen hat der Name der USADA einen guten Klang, der Balco-Skandal aufgeklärt, als erstmals ein US-Labor ein Präparat herstellte, das allein zum Zwecke des Dopingbetruges kreiert worden war. Die Heroen des US-Sports sind nicht mehr tabu, wenn es um effiziente Kontrollen in den USA geht. Und der Sturz eines Kriminellen wie Lance Armstrong hat die USADA in ungeahnte Popularitätshöhen schießen lassen bei denen, die den Glauben an die Gerechtigkeit im Sport noch nicht verloren haben. Ein dritter Punkt, warum der DOH heute einen schönen Tag vor sich hat, ist dieser Partner, die Heinrich-Böll-Stiftung, ein starker und interessanter und für sich und für uns ein interessierender Partner. Wer das reichhaltige Bildungs- und Informationsangebot der Böll-Stiftung studiert, wird den Sport nicht unbedingt an prominenter Stelle finden. Ich habe eine Veranstaltung zum Thema Sport bei der Böll-Stiftung aus dem Jahre 2007 gefunden, am 4. Oktober. Es ging um Spitzensport, die unheimliche Komplizenschaft mit dem Doping. Es war ein moderiertes Gespräch mit Professor Elk Franke von der Humboldt-Universität und mit einer gewissen Ines Geipel, die gerade von einer Recherchereise aus China im Vorfeld der Olympischen Spiele zurückgekehrt war. Sehr geehrter Herr Füchs, wir freuen uns heute, Ihr Juniorpartner sein zu dürfen. Vielen Dank Ihnen und Ihrem gesamten Team. Ja, wir sind ein kleiner Verein. Viola von Gramont ist da, die vormalige Sprecherin von Bündnis 90 im Sportausschuss, die sehr viel für dieses Thema getan hat. Unter anderem hat sie es geschafft, dass es im Bundestag
thematisiert wurde. Darauf wird später noch einzugehen sein. In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen unsere Podiumsdiskussion am Nachmittag empfehlen mit prominenter Besetzung unter der Leitung von Deutschlandfunk-Sportchefin Astrid Rawohl, mit dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Sportbundes Manfred von Richthofen, mit dem Sportchef der FAZ Arno Hecker und mit Klaus Tuchscherer, dem bei den Winterspielen von Innsbruck nach Österreich geflüchteten DDR-Olympia-Vierten, der erst nach dem Fall der Mauer wieder nach Ostdeutschland einreisen durfte und viel zur Sportpolitik hier wie dort zu sagen hat. Thema der Diskussion, und das ist ja wie ein Rubrum über der gesamten Veranstaltung, ist der Verlust der Glaubwürdigkeit im Sport. Und die Frage, ist ein neuer Sport möglich? Ich begrüße sehr herzlich die früheren Preisträger der Heidi-Krieger-Medaille, Brigitte Behrendonck, Hans-Jörg Kofink und Henna Miserski mit seiner Frau Ilse, sowie aus dem DOH-Beirat die Juristin Sabine Westermann und den Mediziner Karl-Heinz Tischer. Wir begrüßen, und das ist sehr erfreulich, eine stattliche Anzahl von Dopinggeschädigten. Es sind über 20 und ihre Präsenz ist ein gutes Zeichen, dass wir doch vorankommen beim noch jungen Bemühen, ein Mitgliederverein zu werden. Und einer von Ihnen aus dem DOH-Vorstand ist der, der der Kriegermedaille seinen Namen gegeben hat. Herzlich willkommen, Andreas Krieger. Wir bedanken uns für ein außergewöhnliches Medieninteresse. Wir zählen über 40 Vertreter von Print, Radio und Fernsehen. Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen. Bitte erlauben Sie mir namentlich unter den heutigen Gästen zu erwähnen, Frau Eva Bunthoff von der NADA und die dem DOH stark verbundenen Professor Gunter Gebauer, dem ehemaligen Sportphilosophen der Freien Universität, Jochen Staat vom Forschungsverbund SED-Staat, Manfred Krutschek aus Potsdam vom Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte, Professor Lorenz Pfeiffer, Historiker von der Uni Hannover, der ein international bekannter Forscher auf dem Gebiet der Diskriminierung jüdischer Sporttreibender in Nazi-Deutschland ist, Claudia Lepping mit ihrer großartigen Internetinitiative www.dopingalarm.de, Dr. Wolfgang Zengel aus München, Gesellschaft für ökologische Forschung, ein geistreicher Streiter für No-Limpia und der Erfinder des einzigartigen, wie großartigen und leider bisher noch wenig bekannten kritischen Olympialexikons. Einfach mal googeln, kritisches Olympialexikon, großartig. Jörg Groß ist da, der Rechtsreferent beim katholischen Sportverband DJK, einem vertrauten Partner des DOH in der Dopingpräventionsarbeit, und Tom Sello von der Havemann-Gesellschaft, unter dessen Dach in der Schliemannstraße 23 der DOH mit seiner Dopingberatungsstelle Unterschlupf finden durfte und wo seit kurzem auch der Standort für das Werner-Franke-Dopingarchiv ist. Danke an die Politik, an die Vertreter aus Regierung, Parlament, aus den Parteien, den Ministerien und Behörden. Erlauben Sie bitte, dass ich namentlich erwähne Dr. Lars Bernhard, Leiter des Referats Sportpolitik im Bundeskanzleramt. Die Bundestagsabgeordneten Monika Lazar, die neue Sportobfrau von Bündnis 90, die Grünen im Sportausschuss des Bundestages und ihren Kollegen Özcan Mutlu, der später eintreffen wird, sowie den Fraktionssportreferenten Michael Baumbach, dem wir an dieser Stelle mal Dank sagen wollen für eine sehr langjährige, sehr verlässliche Kooperation und Unterstützung. Und last not least ist unserem Hauptsponsor zu danken, ja, dem Bundesinnenministerium. Der Vorstand des DOH sah die unbedingte Notwendigkeit, eine Beratungsstelle für Dopingopfer einzurichten, für die ehemaligen Athleten, genauso wie für die heutigen, die ja unter einem ungeheuren Druck unterschiedlichster Art stehen. Wir haben daraufhin im Herbst 2013 ein Gespräch mit Innenstaatssekretär Bergner und Sportabteilungsleiter Böhm geführt, eigentlich ohne wirklich an den großen Erfolg zu glauben, aber dann wurde uns Zustimmung signalisiert und wir gerieten in die Zuständigkeit von Friedrich Wilhelm Moog, Referatsleiter in der Abteilung Sport des BMI, und uns konnte nichts Besseres passieren. Wir vom DOH hatten ja keinen blassen Dunst, wie Förderanträge geschrieben und formuliert werden müssen. Moog und seine Mitarbeiterin, wie Frau Schäfer, halfen uns mit sehr viel Empathie, und seither fördert das BMI die Dopingopferberatungsstelle mit einer halben Stelle. Diese Stelle ist jetzt jeden Tag besetzt, heute nicht, denn Ines Kunz und Marie Kanitz sind heute hier dabei, selbstverständlich. Und was Sie an täglichen Anrufen und Anschreiben erhalten, ist unvorstellbar. Ines hatte diesen Förderantrag beim BMI mit Sportler in Not überschrieben. Und heute wissen wir, keine Bezeichnung hätte besser gepasst. Mehr dazu sicherlich gleich von ihr selbst. Herr Moog, allerherzlichsten Dank für Sie und Ihr Team. Diese Fördergelder, Sie werden sehen, sind gut angelegt. Ich entschuldige mich bei den vielen Gästen, die ich jetzt nicht namentlich begrüßen konnte. Sie alle sind uns hier herzlich willkommen. Ich wünsche uns eine spannende Tagung, die viel Raum für Fragen, für Antworten und für Gespräche bieten soll. Herzlichen Dank. Das Wort hat Ines Geipel.